Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden eine umweltfreundliche und attraktive Mobilität mit der Bahn anbieten. Das ist das Ziel unserer täglichen Arbeit. Deshalb arbeiten wir an einer Modernisierungsoffensive, auch hier bei der Salzkammergutbahn. Wir modernisieren die Bahnanlagen und setzen einen besonderen Schwerpunkt auf die Bahnhöfe und Haltestellen, damit das Reisen mit der Bahn für unsere Fahrgäste noch einfacher und bequemer wird. Das Land Oberösterreich hat mit den österreichischen Bundesbahnen eine große Infrastrukturoffensive für unsere Regionalbahnen gestartet. Mehr als 725 Millionen Euro geben wir dafür in den nächsten 10 Jahren aus. Unter anderem wird für die Salzkammergutbahn auch der Bahnhof Bad Gulsern und Bahnhof Gulsern Jodschwefelbad erneuert, attraktiviert, Park-and-Ride-Anlagen und Bike-and-Ride-Anlagen erweitert bzw. neu errichtet. Wir attraktivieren das Bahnfahren, aber auch das Umfeld und hoffen auf viele zufriedene Bahnkunden. Die beiden Bahnhöfe sind ein wichtiger Teil unserer Modernisierungsoffensive. Durch diese Umbauten sind natürlich die Bahnhöfe deutlich attraktiviert worden. Es sind wesentlich mehr Parkplätze geschaffen worden. Wir haben in Gulsern Mitte zum Beispiel am Park and Ride gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und der ÖBB eingerichtet, was natürlich eine bessere Grundlage dazu bietet, dass man vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr umsteigen kann, was natürlich wirklich ein großer Fortschritt ist, dass das Ganze barrierefrei geworden ist. Die Bahnsteige und auch die Züge können jetzt auch von Menschen mit schwerem Gepäck oder auch sogar Rollstuhlfahrerinnen und Kinderwegen leicht bestiegen werden, was das Ganze natürlich wesentlich komfortabler macht. Die Modernisierungsarbeiten sind jetzt abgeschlossen. Wir freuen uns auf noch mehr Fahrgäste hier in Bad Gulsern und in Gulsern Jodschwefelbad. Thank you.